Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu diesem neuen frostigen Video. Wir haben ungefähr minus 3, minus 4 Grad in die Richtung. Das Ganze ist wirklich sehr schön frostig. Im ersten Video haben wir gemeinsam hier das Fahrzeug gereinigt. Ihr habt nur zugeschaut, aber trotzdem war da mit dabei. Und heute das Thema, kann man denn so eine Versiegelung auch bei etwas kühleren Temperaturen auftragen? Deswegen habe ich extra gewartet auf einen Tag, wo es echt sehr, sehr frostig war. Bei uns war jetzt gerade dieser extrem kalte Tag. Da waren bei anderen, glaube ich, in Bayern unten minus 17 Grad oder sowas. Ich hoffe, ihr habt es gut überstanden. Und hier bei uns waren so minus 9, minus 8. Jetzt sind noch minus 4 ungefähr, als ich heute früh losgefahren bin. Auto ist wirklich super, super kalt. Selbst die Motorhaube, die beim BMW immer übelst warm ist, ist heute frostig. Und deswegen testen wir halt mal aus, wie gut lassen sich denn in dem Fall halt Sprühversiegelung, habe ich mal zwei Beispiele mitgebracht, seht ihr vielleicht auch schon hinten. Wie gut lassen sich denn bei solchen kalten Temperaturen auftragen? Macht es Sinn, das vielleicht an der SB-Box zu machen, wenn das Wetter passt? Also wenn hier Schneesturm ist und hier ihr fallt schon um, weil ihr hier voll komplett euch eine Erkältung geholt habt, dann setzt mal aus den Tag. Ne? Oder macht das vielleicht irgendwo auf eurem Parkplatz, vor eurer Mietwohnung, wenn ihr da die Möglichkeit habt. Oder Carport, Garage natürlich noch besser. Jeder hat da verschiedene Voraussetzungen. Oder ihr fahrt vielleicht an eine windgeschützte Stelle an der SB-Box oder irgendwo, wo ihr das mal schnell auftragen könnt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfach ein bisschen ausprobieren. Ihr findet da eine gute Position. Heute habe ich mal ADBS Synthetic Spraybags mitgebracht und Brilliant Shine Detailer. Beide wird so ein bisschen nachgesagt, dass sie bei kalten Temperaturen sich nicht so geil auftragen lassen. Das ist auch bei vielen Sprühversiegelungen so, dass das da teilweise dazu neigt, dass es ein bisschen Schlieren bildet und so weiter. Aber ich gebe euch heute mal so ein paar Tipps mit, wie ihr das vielleicht deutlich minimieren könnt. Ich muss ganz klar sagen, ich habe kein Problem oder ich hatte keine Schwierigkeiten, das hier auf dem Fahrzeuglack auch bei kalten Temperaturen aufzutragen. Dieses Video soll vieles euch zeigen. Kann man das machen? Welche Tipps habe ich mit? Und leiden die Produkte irgendwie bei solchen kalten Temperaturen dann auch über die Standzeit natürlich? Also hat das von Anfang an nicht so einen guten Halt? Das finden wir alles in dieser kleinen Videoreihe raus. Deswegen heute Teil 1. Wir tragen das mal gemeinsam auf und los geht's. Ganz schön frisch. Ich habe euch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht. Viel Spaß. So, ich freue mich auf jeden Fall schon mal über einen frostigen Daumen nach oben hier. Fahrzeug haben wir in einem Video komplett sauber gemacht, ist alles wieder schön. Auf den Felgen ist ADBL Rim Tector drauf, habt ihr auch hoffentlich schon gesehen. Wenn nicht, schaut das Video gerne nochmal an. Und jetzt seht ihr hier, Fahrzeug ist aber noch komplett nass. Aber es sind natürlich nur so Tropfen drauf. Auf der Motorhaube habt ihr gut gesehen, das hat natürlich nicht stark abgeperlt. Auch hier von den Tropfen her. Eine gute Motorhaube gepflegt, immer frisch, sagen wir mal, immer frisch poliert. Also nicht jetzt hier ein Jahr lang nicht mehr behandelt. Hat auf jeden Fall auch schon ein gewisses Abperrverhalten, weil der Lack natürlich schön glatt ist. Und wenn er noch sauber ist, dann seht ihr das noch deutlicher. Aber wir werden gleich hier eine Versiegelung drauf machen, dann werden wir einen gravierenden Unterschied sehen. Und ich gebe euch jetzt mal so ein paar Tipps mit. Wir fangen mal an mit dem ersten Kandidaten, oder? Starten wir mal mit Brilliant Shine Detailer. Macht bei vielen Problemen mit Schlieren, gebe ich euch jetzt mal einen Tipp mit, wie man das gut auftragen kann. Ihr könnt diese Methode natürlich auch in den anderen Monaten nutzen, wo es deutlich wärmer ist. Aber hier im Winter empfehle ich euch die Methode mit dem Applikator. Ich habe mir jetzt mal einen beispielsweise mitgebracht, ein ganz einfacher Standardapplikator hier, zum Beispiel von Surface. Das gibt es auch in allen Varianten, auch von Chemical Works. Ich verlinke euch einfach mal ein paar unten. Ganz einfacher Mikrofaserapplikator hier mit einer hellen oder hellgrauen Seite oder einer dunkelgrauen Seite. Und dann haben wir auch nochmal hier von Chemical Works diesen kleinen Handapplikator, wo man die Finger reinstecken kann. Ist vielleicht in den Wintermonaten echt eine schöne Sache. Wir können ja mal mit der Sache anfangen. Denn ihr habt hier die Möglichkeit, mit den Fingern reinzuschlüpfen. Und damit könnt ihr es wunderbar einsetzen. Hier, selbst wenn das Fahrzeug noch nass ist, könnt ihr es gleich als Trockenhilfe nutzen. Ihr könnt es jetzt einmal hier aufsprühen, ein Sprüher, oder ihr sprüht euch das direkt in den Applikator. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich zeige euch beide Methoden. Einfach hier einmal drauf und ein Sprüher auf den Applikator. Das reicht völlig aus. Und jetzt können wir das hier einfach mal schön auf der Oberfläche verteilen. Das Verrückte an der Sache ist, so, ich musste gerade hier mit dem Herrn sprechen, der will hier hinten Heizgas tanken. Kann ein bisschen was in den BMW reinfüllen. Ich glaube, es funktioniert nicht so ganz. Aber ihr seht hier, geht sehr, sehr schön. Ihr trocknet gleichzeitig auch die Oberfläche. Und ihr wisst ja, der Brilliant Shine Detailer könnt ihr auch nochmal hier, schaut mal, wie nass das jetzt ist. Ihr könnt ja auch nochmal ein bisschen was nachlegen und jetzt auch nochmal schön gleichmäßig verteilen. Somit habt ihr auch keine Probleme mit Schlieren, weil ihr das eigentlich wie so ein Flüssigwachs auftragt. Und das Schöne ist, durch die wunderbare gleichmäßige Verteilung habt ihr auch den Vorteil, dass ihr einen ganz, ganz dünnen Film habt. Ich mache es jetzt wirklich sehr ausführlich für euch. Geh mal nur ein bisschen an der Kante ran, mal schauen, ob das dann am Ende gut funktioniert, dass wir schön das andere noch übrig lassen. Eine schöne Verteilung, schön wenig Produkt. Und jetzt nehmen wir uns schon ein Mikrofasertuch. Wir brauchen jetzt hier keine 5 Minuten Ablüftzeit oder so. Ganz leichter Film. Ich versuche es mal für euch einzufangen nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann, weil dieser Film ist so, so dünn.
vielleicht jetzt hier so ein bisschen im Licht. Seht ihr diese leichten, minimalen Schlieren? Wenn nicht, Leute, es wird gleich deutlich, wenn wir mit dem Wasser drauf gehen. Jetzt nehmen wir uns ein Tuch, falten das einmal zusammen, haben wir eine schöne handliche Größe. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch, diesen leichten, ich wollte gerade Staubfilm sagen, aber es ist ja nicht mal ein minimaler Feuchtigkeitsfilm. Das ist so eine Art wie Raureiftropfen. So wenig müsst ihr hier auspolieren. Und der Vorteil ist, ihr habt jetzt einmal das Fahrzeug getrocknet. Jetzt kommt natürlich wieder der raue Lack, ganz klar. Und das Ganze ist schön verteilt. Wartet jetzt noch ungefähr so, macht ihr vielleicht so 3-4 Minuten. Ah, jetzt wird Heizgas geliefert hier, sehr gut. Wartet noch ein paar Minuten und dann könnt ihr hier das Ganze auch schon komplett mit Wasser nass machen. Hinter mir parkt jetzt gerade der LKW vom Flüssiggas hier für die SB-Box. Aber ich muss euch eins sagen, Leute, ich mache das für euch hier noch komplett zu Ende. Das bedeutet, wir nehmen uns ein zweites Tuch, wir nehmen uns hier einen Applikator und hier auch selbe Methode. Ich sprühe mir direkt was auf die Oberfläche, wirklich ganz wenig, bisschen was auf den Applikator drauf. Und dann machen wir jetzt genau das Gleiche. Und deswegen wollte ich euch diese Applikatormethode nochmal vor allem jetzt in den Wintermonaten ans Herz legen, weil es wirklich sehr, sehr schön funktioniert. Hier merkt man auch gleich, dass das Synthetic Sprayvex deutlich weicher ist. Wenn ihr so viel Wasser habt, dann wird natürlich auch der Applikator sich irgendwann mal voll mit Wasser tränken. Könnt ihr auch einfach Folgendes machen. Ihr drückt einfach mal ein bisschen was raus. Überhaupt kein Problem. Und habt keine Panik davor, dass das jetzt hier irgendwie mit durch das Wasser irgendwie schlechter wird. Ihr wisst ja, wir haben ja schon ganz viele Experimente gemacht. Synthetic Sprayvex und Wasser harmonieren eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Übelst einfach, übelst schnell. Für mich null Probleme im Winter mit Schlierenbildung. Einfach kurz verteilen, ablüften lassen, legen wir uns hier hoch, nehmen uns ein Tuch, falten es wieder zusammen. Keine lange Ablüftzeit, ein paar Sekunden, 10, 15 maximal. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, das hier in kreisrunden Bewegung einfach auszupolieren. Und das macht 0, gar keine Probleme. Ich denke mal, wenn bei so Sprühversiegelungen Schwierigkeiten auftreten, liegt es immer daran, dass einfach das Produkt auf die kalte Oberfläche trifft, punktuell. Es ist dann viel, viel Produkt drauf. Ja, ich muss jetzt gleich hier nochmal eine Pause machen, sonst ist es zu laut für euch. Und dann habt ihr einfach dieses Schlierenthema. So funktioniert es absolut top. So ist es halt an der SB-Box. Da ist auch mal was los. Ne? Jetzt wird hier Flüssiggas eingetankt. Ich gehe mal ein Stück weiter weg. Das Ganze lassen wir jetzt in Ruhe ablüften. Ihr wisst gar nicht, wie lustig das ist, hier auf so einem Platz zu stehen, auf dem Autos fahren vorbei. Und alle gucken einen an, warum man sich ja selber filmt. Ja, damit muss man halt Leben gewinnen, man sich dran. Ihr seht hier, Auto kann jetzt in Ruhe noch stehen. Ihr könnt das jetzt sozusagen in Ruhe weitermachen. Fürs Filmen ist es ein bisschen ungünstig mit dem Ton, weil der entlädt jetzt. Und dann lassen wir das noch ein bisschen ablüften. Schauen mal, vielleicht fahren wir auch in die Box hier vorne noch mal rein, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Und dann schauen wir uns das Abwehrverhalten an. Und testet die Methode mal aus. Applikatormethode im Winter finde ich wirklich sehr, sehr schön. Aber natürlich auch dann nur, wenn kein Schneesturm ist, logisch. Ne? Also, bis gleich. Ich fahre jetzt mal hier rüber und ich glaube, da ist ein bisschen ruhiger. So, einmal umgeparkt und ihr seht, reges Treiben. Schon wieder was los hier heute. Kann weiter betanken und natürlich, ganz klar, da sagt man natürlich auch gar nichts, da logisch. Die müssen ihren Job machen, alles wunderbar. Einfach mal in die erste Box gefahren, jetzt deutlich ruhiger. So, und es sind jetzt ungefähr vielleicht 3 Minuten vergangen. Also viel Zeit gebe ich der Sache mal nicht. Die beiden müssen in den Einsatz, weil ihr würdet jetzt an der SB-Box auch nicht noch eine Stunde hier stehen und das irgendwie aushärten lassen. Die Produkte müssen sich in der freien Natur beweisen. Deswegen gibt es hier den Kanal, deswegen gibt es Andreas, deswegen gibt es mich. Wir wollen die Sachen natürlich so für euch testen, wie ihr das auch zu Hause macht und nicht in der Halle 25 Grad. Das haben die wenigsten. Und dann hier wirklich 24 Stunden aushärten lassen. Das ist im realen Leben nicht so. Wir wollen hier echte Tests, so wie ihr das auch an der SB-Box macht und wie ich das hier an der SB-Box mache. Deswegen nicht lange noch quatschen. Kommt der nächste vom Kia Autohaus. Ich will jetzt auch sein Auto hier ein bisschen sauber machen. Aber wir haben ja noch 2 freie Boxen. Los geht's. Wir sprühen jetzt mal ein bisschen drauf mit Klarspülen und schauen uns mal an, wie sieht's jetzt aus mit dem Abwehrverhalten. Ein Träumchen. Guckt euch das mal an hier. Zack, da bleibt nichts mehr drauf. Brilliant Shine, einfach absolut mega gut. Und auch hier Synthetic Sprayvex. Schaut euch das mal an.
ganz entspannt. Und zack, und los geht's. Wuhu! Wuhu! So Leute, ich glaube, das reicht aus, oder? Absolut. Sehr, sehr schön. So, und ich glaube, ihr habt auch Bock auf so ein kleines Brilliant Shine Detailer, Zetelix Brailwicks Winterduell, auch wenn wir die beiden natürlich schon in vielen Videos drin hatten. Aber es ging ja heute eher so ein bisschen darum, wie trägt man eine Sprühversiegelung an das B-Box auf? Was sind da so meine Tipps? Also Applikator ist wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Ihr könnt euch natürlich auch ein Tuch zusammenfalten, aber ich muss sagen, mit diesen Applikatoren geht das so, so gut. Und deswegen holt euch mal einen davon und testet es mal aus. Probiert diese Methode auch mal im Sommer, wenn ihr Probleme habt mit so Schlieren, mit Produkten, die auch im Sommer vielleicht irgendwelche Flecken und Schlieren hinterlassen. Einfach mal ausprobieren. Das sind ja so die Tipps, die ich euch mitgeben kann. Und diese Methode ist so meine absolute Wintermethode, weil funktioniert sehr, sehr schön. Ganz dünn Film auftragen, schön verteilen, das Wasser gleich noch mit aufnehmen. Und bei so einem Fahrzeug jetzt, wenn ich das auf dem ganzen Fahrzeug machen würde, würde ich mit 4 Applikatoren rechnen. Weil der saugt sich auch mit Produkt und Wasser voll. Aber das ist bei den Produkten jetzt hier, bei den beiden zum Beispiel, überhaupt kein Problem. Ihr seht, absolut spitze. Sehr, sehr geil. Gibt es noch ein paar kleine Tröpfchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Update. Haut rein, los geht's mit dem kleinen Winterlangzeittest. Und können die Produkte genauso gut performen, wenn man die bei so einer Arschkälte aufträgt? Mit sehr, sehr ekligen Bedingungen? Test mal. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, Leute.